Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, der aufmerksame Zuschauer wird festgestellt haben, hoi, letzte Woche kam gar kein Video. Und dabei sind doch 14 Tage rum. Ja, das ist richtig. Ich hatte Freitag einfach anderes im Kopf, sag ich jetzt mal. Ich hatte Freitag, also ich hatte Mittwoch Halsschmerzen und die waren dann Donnerstag, Freitag zwar weg. Aber ich hatte Freitag so Hustenanfälle, so echt so, wo du echt dachtest, oha, die sind heftig. Und ja, bin daraufhin dann zum medizinischen Dienst bei unserer Schule. Der hat Fieber gemessen, Lunge abgehört und einen Corona-Test gemacht, ja. Der war natürlich positiv. Toll. Ich musste mir den dann noch bescheinigen lassen oder bestätigen lassen von einem Testzentrum oder von der Hausärztin. Hausärztin hatte ja schon zu. Dann findet man ein Testzentrum. Oh, du findest zwar im Internet einen Haufen, aber die sind alle zu. Ja, toll. Aber nicht aktualisiert im Internet. Ich also in das Krankenhaus gefahren, in dem auch meine Rheumatologin ist. Und dort ist ein Testzentrum und habe mich dann dort testen lassen. Ja, und sowohl der Schnelltest dort als auch der PCR-Test waren dann positiv. Ja, dann hieß es Quarantäne für mich und seit gestern bin ich dann nun aus der Quarantäne raus. Offiziell. Ich habe ein offizielles Schreiben, dass ich negativ bin. Ja, und dazu kommt auch noch, dass ich letzte Woche gar nicht so viel zum Zeigen gehabt hätte. Und deswegen dachte ich, gut, das passt ja eigentlich ganz gut in den Kram. Da hast du noch ein bisschen Zeit zum Stricken. Und somit habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, aktuell läuft aber auch schon wieder nicht alles so, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Und es ist eigentlich wollte ich heute ins Nagelstudio noch vorm Video aufnehmen. Ja, weil die sind jetzt mittlerweile echt zu lang mir. Die sind halt auch extremst rausgewachsen. Also, naja, hier, das ganze Stück ist jetzt rausgewachsen. Das Problem ist, ja, die hätten bloß um eins einen Termin gehabt und ich bin dann aber verabredet, weil wir wollen zu meinem Opa fahren, mein Freund und ich. Ja, das, also das hätte man auch geschafft, aber alles ein bisschen blöd. Ich habe dann im Nachhinein überlegt, ach Mist, hättest du ja doch gehen können um eins. Hätte ich halt meinem Freund geschrieben, dass er entweder auf mich wartet. Er hat ja einen Wohnungsschlüssel zu meiner Wohnung mitgenommen heute früh. Also das heißt, er hätte noch nicht mal draußen warten müssen. Naja. Egal. Fakt ist, ich komme langsam nicht mehr mit den Nägeln klar, weil selbst das Bedienen hier auf dem Handy ist schwierig gewesen für uns. Aber naja. Luxusprobleme, glaube ich. Aber es ist halt so, dass ich mag zwar lange Nägel, aber ab einer gewissen Länge sind sie dann doch störend. Für mich persönlich. Aber gut, dann habe ich mir jetzt einen Termin für Mittwoch geben lassen und auf dem Rückweg fiel mir ein, hey, Moment, Mittwoch, 17 Uhr, hast du was vor? Verdammt, Ergotherapie. Das heißt, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich Dienstag nach der Ergotherapie gehe, einfach mal vorbeigehe und gucke, ob die Zeit haben und ja, oder nicht. Also Ergotherapie geht bis 5:45. Da wäre ich kurz vorm 6:00 im Nagelstudio. Die haben bis 20 Uhr auf. Also, ne. Ja, mal gucken. Muss ich da mal mit meinem Freund bekaspern. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Strickigen. Ich habe ein paar Frühchensets wieder fertig gemacht. Ich habe zwei neue Projekte. Eins davon fertig und was weitergemachtes. Genau. Und ein weitergemachtes kann ich euch gerade nicht zeigen, weil ich es nicht hier habe. Oder? Doch. Wartet. Ich hab's hier. Jups. Und zwar habe ich ja diese Strandtasche gestrickt von Hobby. Und da fehlten ja nur noch die Henkel. Ah. Henkel Nummer 1 ist fertig. Tada. Und Henkel Nummer 2 ist angefangen. Der liegt da drüben hinter euch auf dem Sofa. Den zeige ich euch beim nächsten Mal. Eigentlich wollte ich das Ding heute fertig zeigen, aber ja. Der Ausflug gestern hat dann doch länger gedauert als geplant und dann kam mein Freund noch. Entschuldigung. Boah.
Und dann hatte ich gestern keine Zeit mehr zum Stricken. So einfach ist das. Aber ist ja nicht so schlimm. Der wird, denke ich mal, das nächste Mal fertig. Es ist jetzt nicht ganz ebenerdig, ne? Das sieht ebenerdig. Eben, wie ihr seht. Also, aber es ist ja nicht so schlimm, ne? Genau, dann muss ich nochmal gucken, wie man die annäht. Und dann kann ich die annähen und dann denke ich mal, bis zum nächsten Mal wird es fertig sein. Ja, also das habe ich gestrickt und dann habe ich ja gesagt, Frühchensets gestrickt. Und zwar habe ich einmal dieses Set gestrickt. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt bis zum Ende des Jahres noch welche stricken. Und dann werde ich die Anfang nächsten Jahres abgeben. Und dann werde ich nächstes Jahr mal sehen, wie viele Sets ich stricke davon. Genau. Dann habe ich dieses Set gestrickt. Das sind jetzt zwei, drei Sets. Und dann hatte ich euch ja schon mal welche gezeigt. Ich glaube, ich habe sechs Sets insgesamt jetzt. So. Und das habe ich noch gestrickt. Also die Sets habe ich gestrickt und aktuell habe ich kein Frühchenset auf dem Nadel. Dann habe ich gestrickt Socken, Babysöckchen. Und zwar einmal das Paar, den, also das hier. Das ist ja eine Socke bloß. Die zweite kann ich euch auch zeigen. Ums, schmeiß weg. Die zweite ist soweit. Da müsste ich jetzt die Ferse quasi stricken. Und wie ihr seht, werden die wieder nicht gleich. Aber ich habe keine Lust, hier jetzt mal abzuwickeln. Rums. Das war das Ladekabel. Oh. Ja. Oh, sag mal. Bin ich jetzt zu doof zum Enthättern? Ich hatte gerade schon Spaß mit meinem Staubsauger. Der hat ein bisschen Wolle eingefressen. Muss ich da mal enttüdeln hier. Dauert jetzt zu lange. Bin ich jetzt zu un... sehe unten. Zu ungeduldig. Also, eine fertige Socke. Die zweite ist angeschlagen. Wird das nächste Mal fertig sein. Dann hatte ich das letzte Mal euch die gezeigt. Da war ich hier. Da ist mittlerweile die zweite fertig. Genau. Mittlerweile habe ich auch das rausgekriegt, wie ich das mit der Ferse hinkriege, dass das da kein Loch gibt. Das hatte ich ja schon mal, dass ich keine Löcher hatte. Und dann hatte ich jetzt wieder diese Phase, wo ich da Löcher hatte. Und jetzt kriege ich das wieder einigermaßen hin, dass da keins ist. Ja, und auch die sehen nicht gleich aus, wie ihr seht. Aber man sieht, dass sie zusammengehören. Das gestrickt und dann hatte ich euch das letzte Mal gezeigt. Den Socken. Da war ich da. Und auch der hat mittlerweile einen zweiten Socken gekriegt. Genau. Da wäre quasi so der Verlauf. Aber ich finde das ganz süß. So. Die stricke ich mit 32 Maschen, 2,5 Nadeln, 5, nee, 12 runden Bündchen, 18 Runden Schaft, Shadowwrap-Ferse ohne Zwischenrunden und 22 Runden Fuß und dann die Bändchenspitze. Genau. So, dann habe ich an ein paar Socken weiter gestrickt. Und zwar zum einen an denen hier. Aus diesem Knäuel. Das ist von Rico Design. Superwash, irgendwas mit Bambu. Fragt mich jetzt nicht. Ich habe es vergessen. Da war ich das letzte Mal hier. Ja gut, lila Marker auf lila Wolle. Aber ihr seht ihn. Ja, da. Und das komplette Stück mit Ferse ist dazu gekommen. Ich finde die Musterung jetzt hier unten von der Ferse total hat was, ne? Bin ich mal gespannt. Das Muster nennt sich für unterwegs und ist ein kostenloses Muster auf Ravelry. Genau. Und auch hier habe ich es mittlerweile hingekriegt. Da, ihr seht, kein Loch. Ne? Hier ist es vielleicht, sieht es aus, als wäre es ein Loch, aber das ist keins. Das ist einfach nur, weil hier der Rechts-Links-Übergang ist.
Und selbst hier auf der Seite, wo ich eher immer das Problem habe, habe ich keins. Und das ist auch wieder dieser Links-Rechts-Übergang hier, der hier so ein bisschen löchlich erscheint. Genau. Also, und den habe ich auch weiter bestrickt. Das ist immer noch der erste Socken davon. Werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal dann zumindest den einen fertig haben. Na, komm hier. Oh. So. Na. Ja, das ist nämlich auch so ein Problem. Maschenmarkierer sind momentan mit den langen Nägeln nämlich auch ein Problem. So. Mit Zumachen und solchen Sachen. Momentan nicht einfach. So. Marker umgesetzt. Ja. Genau. Dann habe ich an denen hier weiter gestrickt. Jetzt habe ich hier irgendwie Chaos. Na, gib bitte, lass los. Oh, ich liebe es nicht. So. An denen weiter gestrickt. Das ist von Gründel die Hot Socks Madena. In dieser Farbe. Und da war ich das letzte Mal da. Und da ist jetzt auch dieses komplette Stück vom Schaft und die Ferse dazugekommen. Die stricke ich einfach noch glatt rechts. 15 Runden Bündchen, 2 rechts, 2 links. 50 Runden Schaft und jetzt 45 Runden Fuß noch unten dran. Wieder die Shadow Wrap Ferse ohne Zwischenrunden. Genau. So, jetzt kann ich erst mit dem Marker wieder rausnehmen und hier unten reinsetzen. Oh, mein Freund hat gestern die Dose mit Maschenmarkierer runtergeschmissen. Das war eine, ja, Sisyphusarbeit. Ich habe die Dose jetzt richtig zugemacht. Man kann dann nichts mehr passieren. Also, Marker umgesetzt, wie ihr seht. Und auch hier habe ich das wieder hingekriegt, dass kein Loch ist auf beiden Seiten. Yay. Ja, also die sind übrigens für mich. Und ja, dann habe ich ein paar Socken aus der Madena angeschlagen für eine Bekannte aus dem Haus. Und zwar aus dieser Wolle. Da war ich mir jetzt erst nicht sicher, ob das was für eine 80-Jährige ist, aber ich denke schon. Das Wetter und das ist alles momentan so grau und trüst und trüb und da kann man, glaube ich, solche Socken gut gebrauchen. Die sind aktuell so weit. Genau. Die Streifung finde ich ja ganz cool, aber der ist ganz schön breit geworden, der Streifen. Aber gut, habe ich bei den anderen ja auch, ne? Ja. Das ist Socke Nummer 1. Die muss ich noch weiter stricken. Die müssen fertig sein am 7. Oktober, da hat sie Geburtstag. Und ich will sie damit überraschen. Ich weiß nicht, ob sie ihr passen. Ich hoffe. Ich wollte sie jetzt nicht fragen. Erstens konnte ich nicht, weil, ne, ich saß ja in Quarantäne. Ich meine, ich hätte sie anrufen können. Aber ich wusste eben auch nicht. Und außerdem soll es ja eine Überraschung sein. Aber ich denke, die werden passen. Wenn sie ihr wirklich arg zu groß oder zu klein sind, dann nehme ich sie wieder an mich und stricke ihr noch mal ein paar neue. Aber ja, genau. Also, die sind für eine Bekannte. Das ist Socke Nummer 1. Und da werde ich aber weiter stricken. Ja, mal gucken, wie ich es schaffe. Heute sind wir, wie gesagt, unterwegs. Morgen ist mein Freund arbeiten. Dann bin ich bei meinen Großeltern. Werde ich die wahrscheinlich mitnehmen. Montag bin ich mit meinem Freund zusammen. Mal gucken. Naja. Aber die müssen fertig werden. Ja, und dann habe ich noch ein paar Gestricktsocken. Und die sind tatsächlich auch schon fertig. Auch aus der Madena. Weil das hat einen Hintergrund. Also, mein Opa hatte jetzt am Montag Geburtstag. Ich konnte ja nun nicht kommen, weil Corona-Quarantäne. Und eigentlich war geplant, dass wir essen gehen. Also, meine Großeltern, mein Freund, ich und der Schwager plus Lebensgefährtin von meinem Opa. Ja.
Die rief dann auch an. Die mussten auch absagen, weil der Schwager Corona hat. Naja, meine Großeltern waren dann auch nicht essen, weil die haben gesagt, zu zweit gehen wir jetzt auch nicht essen. Und dann habe ich überlegt. Mein Opa wollte ja nichts zum Geburtstag haben. Weil kennt er ja, ne? Die sind ja immer so der Meinung, ja, wir haben ja alles, wir brauchen nichts, ne? Und mein Opa, ich hatte so ein paar dänische Pfefferkuchen geholt. Nee, nicht dänische, schwedische. Und die schmeckt meinem Opa total gern. Und er sagt, also, ja, so über so eine Kiste würde ich mich freuen. Gut, die hat er gestern schon gekriegt. Und dann war ich aber so ein bisschen selber geknickt, weil sein Geburtstag halt nicht so lief, wie er es wollte. Und habe mir überlegt, da strickst du ihm halt noch ein paar Socken. Gemacht, getan. Ich habe einen neuen Rekord für mich selber aufgestellt. Dienstag angeschlagen. Donnerstag abgekettet. Beide Socken. Das ist Socke Nummer 1. Das ist auch aus der Madena. So sieht das Knoll aus. Das ist jetzt noch der Rest. Mal sehen, ob ich da noch einen Rest für mich rauskriege. Wenn nicht, also habe auch schon überlegt, ob ich dann irgendwie die Spitze absetze, spitze Ferse und Bündchen, oder ob ich nur Sneaker draus stricke. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das Knäuel halbiere und Toe-up anfange. Ja, mal gucken. Also das ist der Rest. Ich glaube, das ist Farb Nummer 5 gewesen. Und das ist Socke Nummer 1. Ja, ich muss noch die Fäden vernähen. Also zumindest den Anfangsfaden. So, der hier unten ist schon vernäht. So sieht die aus. Das sind 15 Runden Bündchen, 50 Runden Schaft, Shadowwrap-Ferse, 45 Runden Fuß und die Bandspitze. Den habe ich Dienstag und Mittwoch gestrickt und habe Mittwoch, ja, Mittwochabend angeschlagen, den zweiten. Nur angeschlagen. Und Donnerstag habe ich komplett diesen zweiten Socken gestrickt. Fragt nicht. Mir taten abends sowas die Hände weh. Ja, hier muss ich auch noch einen Anfangsfaden vernähen. Und so sehen die jetzt quasi zusammen aus. Also so wäre jetzt der richtige Verlauf. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, meinem Opa gefällt das. Und meinem Opa gefallen sie überhaupt. Der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ich finde die aber richtig schön. Ich habe schon gesagt, so, die gefallen mir so gut. Am liebsten würde ich die ja behalten. Aber nein, die kriegt mein Opa. Genau, ich habe so viel schöne Sockenwolle. Da kann ich auch mal welche abgeben und meinem Opa eine Freude machen. Ja. Und falls ihr jetzt sagt, ja, da ist ja lila drin und so. Also rosa würde ich meinem Opa nicht anbieten. Aber selbst mein Freund hat gesagt, wenn da ein bisschen lila drin ist, stört ihn nicht. Ja, genau. Und da werde ich die dem dann schenken. Der kriegt dann noch eine Packung After Eight oder so dazu. Genau. Also, die habe ich fertig. Und das war es dann auch schon mit dem Gestrickten. Gehäkelt habe ich gar nicht. Ich habe noch zwei Runden pro Ärmel am Gridlines gestrickt. Das zeige ich euch aber jetzt nicht. Das ist. Könnt ihr unter Ulk verbuchen. Der liegt nämlich brav neben mir, weil ich habe ihn jetzt im Blick und weiß, muss man was dran tun? Fertig werden. Ja. Aber bei mir ist auch Wolle eingezogen. Nicht viel. Drei, sechs, sechs Stränge. Knäuel, wie auch immer. Quatsch, nicht sechs. Fünf. Und zwar. Zum einen. Von Piratenwolle. Davon sind insgesamt drei Stränge eingezogen. Das ist Merino Sockenwolle DK. 100 Gramm haben 200 Meter. 75 Wolle, 25 Polyamid. Ich habe euch jetzt nur diesen einen stellvertretend mitgebracht. So sieht er aus. Daraus möchte ich mir stricken, so eine Art Überwurf, nenne ich es jetzt mal. Ich verlinke euch unten die Anleitung, da könnt ihr mal gucken. Ist, glaube ich, auch kostenlos, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Oh Gott. Entschuldigung. Boah. Ich bin hundemüde.
mein Freund hat die Nacht gefühlt sämtliche Wälder auf der Welt abgeholzt, ey. Ab um 5. Ja, die habe ich, wie gesagt, 3 Stränge von und da will ich so eine Art Überwurf stricken für, ja, nicht unbedingt zu Hause, für die Schule. Ja, der, weiß ich nicht, geht dann, glaube ich, bis hierhin so. Dann ist das halt warm, aber man hat die Hände frei. Genau. Mit 6,5er Nadel wird er gestrickt. Habe ich mir extra noch eine 6,5er bestellt. Ja, also, das habe ich mir, ist bei mir eingezogen. Und ich habe die Woche auch Adventskalender gekauft. Wolle. Wolle Adventskalender. Entschuldigung. Aber die kann ich euch natürlich noch nicht zeigen. Klar, ne? Die sind ja auch noch nicht bei mir. Ja, dann sind noch 2 Knäuel eingezogen. Zum einen dieses hier. Das ist der ein Schoppel-Wunderklecks. Und na. Die Farbe ist die 2412 Kirschblüte, inspiriert von Bernd Kessler. Die. Und der ist bei mir eingezogen. Das ist auch ein Schoppel-Zauberball und zwar ein Zauberball Crazy. Das ist die Farbe 2254 Wolke 8. Und die beiden werden kombiniert. Ich hatte ja das, diese Magic, Stripes, Zauberball, Socks. Ihr wisst, was ich meine. Und daraus will ich dieselben nochmal stricken. Genau, das ist jetzt so mein Plan. Und ja, mal gucken. Nee. Aber die haben Zeit, die sind ja für mich. Also muss nicht heute und morgen sein. Erstmal haben wir ja vorrangig die Socken für meine Bekannte aus dem Haus. Und natürlich mein Gridlines, der endlich mal fertig werden muss. Jo. Ja, ihr Lieben. Gott. Es tut mir echt leid, Leute. Ja, mehr habe ich gar nicht zu zeigen. Ich werde deswegen jetzt das Ganze auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass das Video heute noch online kommt. Das letzte Mal ging es relativ fix hochladen. Ich habe ja, habe ich euch jetzt erzählt, dass ich ja meine Internetleitung geändert habe. Ja, statt 9 Stunden oder 12 Stunden habe ich nur knapp 2 gebraucht. Ja, also ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das heute noch online kommt. Ansonsten wünsche ich euch, falls ihr das erst am Montag oder so seht, eine schöne Woche. Ist ja eine kurze Woche, ne, durch den Feiertag. Und ich werde jetzt Mittag essen. Und ja, lasst nebenbei das Video sich bearbeiten und hochladen. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao!